Wisst ihr was? Ich erspare euch das. Ihr kriegt das Ganze ohne diese Passagen, also bis gleich. Nichts gesagt. Ein Tab. Ja, okay. Aber ich finde das gerade so lustig und so gut gemacht. Oh Gott. Mit den ganzen kleinen Easter Eggs drum und dran. Diese Dings auch nochmal picken. Den Schein ist einfach von Fall zu Fall. I'm just trying to do my job! See you, loser! Let me out of here! Was für mich noch ganz lustig gewesen ist. Auch wenn ich echt schlecht war. Naja, ich will immer ein B bekommen. Attention! For your well-being and everyone else's, please adhere to our security measures. Ah, wir sind wieder beim Versteck. Dass wir da jemals weggegangen sind. Naja. Wait. You locked that dude in the garage? Mein Vater wird ihn herauslassen. Your dad, I mean, Minister Mueller. He's gonna be pissed. Ja, auf Adam, nicht auf mich. That makes it even worse, Z. I mean, dude's just trying to do his job. Adam trying to say it to sein. Cold, Z. Just remind me to never get on your bad side, alright? Dang. Das würdest du so niemals tun. Yeah, no, of course not. Hey, can I, ask you something? Schieß los. I was gonna ask you about your mom. Was willst du wissen? Do you miss her? It's... Well, it's been a while since... You know... Since sie verlassen hat? Yeah, since then. I mean... You don't really talk about her much, see? You know, tell me if I'm getting too personal. Ich vermisse sie wohl oder übel. I'm sorry, see? But... Why do you think she did that? Why did she leave? Ein Streit zwischen meinen Eltern? Have you, you know, heard from her lately? Apparently, habe ich eine Postkarte bekommen. Oh, well, that counts, I guess. If you ever want to talk about that or 86,
You know I'm here for you. Danke, Kay. So, you know how I've been working on this little construction project? Wenn du es sagst. Do you mind helping me with that? I could use a little manpower. Klar, Mann, kein Problem. Kay and Z, building stuff together. Nice. Nice. Hätte man. Bestimmt hätte man. Dieses blöde. Also, ich müsste noch mehr umgucken können, dann dieses blöde Palastding finden können. Ich habe ein bisschen Sorge, dass es dann negativ ist für ihn später, weil ich so ein bisschen den Glaube habe, dass er anscheinend dann später so. Halt dann. Versucht einzubrechen oder irgendwas für die Pegale und tun muss und das jetzt schief laufen könnte, weil er nicht. Ja. Bewegen sich Lanz auf jeden Fall schief gehen könnte, weil er diese Miniaturausgabe nicht hat. Was ein bisschen blöd wäre. Was ist das für ein Wunderwerk? Well, it doesn't look like it. Doesn't look like anything really. But it's gonna be a ramp. Wofür? Skating. I mean, we've got the dope couch, but otherwise this place is pretty Spartan. I just need some help. I'll hand you some planks. Mind nailing them? Ich schlag gerne auf Dinge ein. See, you're scaring me again. Tut mir leid. Yeah, well, the hammer's over there. Yeah. Here we go. Danke. Think of it as therapy. Not that you need it. 2x4s incoming! Okay. Alter, was? Nee, komm. Oh Gott. Nice! But we're just getting started. Ich wollte unbedingt noch ein bisschen M-Trainer machen. Halfway there. Keep channeling your rage. Almost done. Gerade. Keep going. Ja, genau. Ist klar. Kein Ding. Okay, let's stop there. Wouldn't want your arm to fall off or anything. You're not bad with a hammer, actually. Wahrscheinlich würde ich das dann noch mal triggern. Ja, nein. Das war anstrengend. It'll be worth it when the ramp's done. Well, that was fun. But I have something to do at the park, actually. Kaito Lin, halt Mensch auf Geist. Yeah. Look. I'll see you later, all right? Quiet. Endlich allein. Okay, anscheinend endlich allein. Erfahre mir etwas, ja. Soll aber besser gehen. Ich meine, das, was verheimlicht, wissen wir ja ab dem Zeitpunkt, wo, Gott, wo wir gesehen haben, wie er mit John redet. Von daher. So, ich würde diesmal eigentlich ganz gerne hier in die Mitte gehen. Lol, das ist sogar zum Park. Ja, dann reden wir doch mal ein bisschen kalt hinterher. Reminder: Each worker mistake will result in a strike on your journey. Thank you. Das heißt, wenn man ein Streifenhörnchen ist, hat man ganz viele Fehler gemacht? Oh. Lass mich einfach nur zum Park, bitte. Bitte. Danke. Ah! Robert! Noch ein alter Bekannter. Presidential Park. Kaito said the stage here was being set up for something. Ich möchte bitte mal sagen, was versteht man neuerdings unter Park? Das ist alles aber kein Park, Mann. Irgend ganz komisches Gebilde ist es. What?
wie gesagt, ich gehe diesmal Full Mode. Komm ich nicht dran? Nee. Ich weiß, dass die waren da so. Aber ich weiß, wenn ich jetzt hier weggehe, vergesse ich den Müll eh wieder. The Tai Chi Session is beginning in the park. Quiet, please. Dann sei doch selber ruhig. Also mit von Sonne mit Teufelshörnern auf ihrem Gesicht steht teuflische Lügnerin, bevor kein Menschen wirklich neidig werden lassen. Ja, das ist nicht der Neid. Diesmal nicht. Also es gibt's oft, ja, aber diesmal nicht. Is Madame Zoe a troublemaker now? Soll das so sein, dass man nicht sieht, wer da redet? Ah ja, die Stauorte der Frau mit der Hake und ihrer Freundin, ein Klassiker. Wenn du das sagst, sorry. Dass das Klassiker ist. Nee, kann ich nicht trinken. Übrigens vielleicht auch gar nicht. Diese Gebäude sehen also lieblos aus. Wie gesagt, ich hatte wirklich voll an das Kapitol. Aus die Bude von Panem. Mein Gott, hab ich jetzt lange überlegt. Wo kriegt ich die ganze Farbe? We remind you that poster vandalization is not only a crime against Petria, it's a crime against President Tyrek too. So, don't do that. Ja, nee. Mach ich nicht. Öffnet bald. Was steht da? Biggies. Okay. Ich werde trotzdem weiter Poster abreißen. Oh. Okay. Das war jetzt blöd, glaube ich. Naja. Mit die Liste des Checkers Fanclubs. Oh, richtig. Tyrex Hund. Kaito anmelden. Sonja anmelden. Sonja anmelden. Reserviert für den Checkers Fanclub. Ach so, hier unten die Area ist nur für den Fanclub des Hundes. Okay. Interessant. Hi. Kaito ist da links. Rechts. Ich habe keine Links-Rechts-Schwäche, nein. Gut, ich hätte auch sprühen können, aber ist auch egal. Herr Wilson, zuständiger Plakatierer von White Sands. Dad, I saw John. Not here, Kaito. Ah, das sind die Eltern von ihm und nicht von Alex. Upsi. The weed whacking. Naja. Last week we were in the middle of a huge Tai Chi sesh. Of course, sir. Won't happen again. I'd appreciate it if you didn't tear my posters, Madame Zoe. Du weißt, wer mein Vater ist? Forgive me. I don't know what came over me. You have a pleasant day, Madame Zoe. Mm-hmm. Die ebenfalls. Das war jetzt die einfachste Lösung. Don't judge me for that. Aber ich habe mir fast schon denken können, dass er so reagiert. Deswegen war das am einfachsten, damit wir aufhören zu diskutieren. Was machst du da? You don't know? Tyrex making a big announcement in 3 days. Was für eine Ankündigung? You didn't hear it from me. But I believe the big man's gonna announce his candidacy. Imagine 10 more years with the tea train as our president. Toll. Gleich verliert er, ja. Madam Zoe, please, watch your vibes. Man, I just hope the Black Brigades don't try anything. Ich mach mir keine Sorgen, deswegen. Well, you should. You know what they did in 86 better than most. These guys are monsters. Anyway. Run up there and myself are hard at work. Gotta say,
So far, it's gone surprisingly smooth. Oh, kann ich was sabotieren? Das Spiel mich da gerade darauf hingewiesen. Den da oben habe ich gesehen. Ziemlich gefährlich aus, ja. Na, wir sind halt auch leider nicht beim Lucifer. Schön, Sie zu sehen, Herr Lin. Madame Zoe, hello. Oh, you just missed Kaito. But I think he went down those stairs, if you want to see him. Darf ich Sie was fragen? Of course. Hat Kaito sich seltsam verhalten? Kaito? Kaito's always weird. Haha. Sehr lustig, Herr Lin. What do you kids call it? That humor? It's an excellent form of humor, is it not? Witz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Well, I should probably get back to work, Madame Zoe. That's what they pay me the big bucks for. Unless you want to ask me something else? Ich wünschte, sie würden dir viel Geld bezahlen. Nee, ist okay. Oh, okay. Have a pleasant afternoon, Madame Zoe. And try to keep Kaito out of trouble, okay? Ich versuch's. Ist nicht so einfach. Ist zu weit oben anscheinend zum Runterreißen. Die machen da Tai Chi. Okay. Kann ich da vielleicht noch ein bisschen Spürkes treiben mit denen? Ist das Kaito? Ich glaube. Gehen wir erstmal die Tai Chi-Runde ein bisschen stören. Madame Zoe is behaving strangely these days. Ja, mega. Ganz weird. Now hold that pose. That's it. Madame Zoe and Zoe, my bamboo mat. Cyrus Loi. Loves you. Please, Madame Zoe, I'm trying to concentrate. Now. Ja. Versuche ich auch immer. War früher ein Sportlehrer, wurde zum Teammeister oder so. Feel the burn. Cyrus loves you. Was? Now. Frau Richards, bevor sie in Rente ging, hat sie eine Notposition der Verwaltung inne. Okay. That's it. Feel the burn. Achso, ich kann meine Frau. Ach nee, hier auch. Loves you. Ach, den einfach nur angucken. Okay. Ich kenne diesen Typen, Larry okay. Irgendwas, Gary oder was, Harry, vielleicht kenne ich ihn doch nicht. Time to stretch. Our growing. Man würde es wegen der engen Hose nicht vermuten, aber das ist einer von Petras Generälen. Wegen der Hose? Sorry. Now, Freunde sind, ich glaube, sie und meine Mutter waren eins gut befreundet. Wieso hat er als einziger kein... Ach ja, hochkonzentriert. Du hoffst, dass sie nicht stört? Ich will ihn aber stören. Loves you. Hi. Nee, schade. Okay. Is her father time not feeding her or something? Nee, our nicht growing, genug. Okay, dann gehen wir jetzt aber wieder zurück. Hier kann ich anscheinend doch nicht so viel stören, wie ich dachte, wie ich gehofft habe. Ew. I hope Minister Muller doesn't know about this. Noch ein Artikel über verschwundene Teenager. Es erinnert mich an das Gerücht, dass es einen Ort gibt, den man Eisengruben nennt. Die Regierung soll dort schwierige Jugendliche hinschicken. Ja, haben wir ja gesehen. Reißen und reißen. Was macht er da eigentlich? Die Wand festhalten oder? Reißen. What? Was hat er gerade für ein komischer Lichtbug? Natürlich kriege ich jetzt nicht nochmal hin, schade. Oh, it's just you. Oh, Begeisterung. Ist auch schön, dich zu sehen. Warum schießt du hier nochmal rum? Just trying to get some sweet revenge. Was meinst du damit? Cyrus and his Tai Chi cult are always giving my dad a hard time. Today, I draw the line and blast music over the speakers.
That should mess with them. But I need to access the speaker panel in the shed. Was denke ich, wenn ich mitmache? Dude, I thought you'd never ask. So, like I said, we need to access the speaker panel in this shed. But I don't know the code, and I can't ask my dad, obviously. I feel like Zoe Magic is code for Zoe Criminal Activity. I like it. Ja, mir auch. Okay, ich könnte... Zoe, check around the back of this storage shed. Seriously, picking locks is like your superpower. Mega. Maybe there's something we can use to get in. Okay, something to help us crack that code. This is way too cool. Come on, get in there. Ein bisschen einfach, oder? Für sich eine Tür mit einem Code, wenn ein Fenster offen steht. Grab some batteries if you see any. Was ist das hier? Ein Lieferschein, in dem etwas über Funktechnik und einen gewissen PB steht. PB? Für wen stehen diese Initialen? Fällt mir jetzt auch keinen Name ein aus dem anderen Teil. Das Inventar ist eine Gartenlieferung. Daran liegt, dass alles in dem Schuppen im Park gebraucht wurde. Code 7277. Klasse, ich hab den Code. Find the code yet? Come on! Bla. 7277. Können wir uns nichts machen? Nee. Ich glaube nicht. Yeah, here's Kenzie, kicking ass and taking names. Let's try it. Come on. Yeah, ist ja gut. Oh, kein Stress, Kaito. Stressy, Messi, Depressi. Papier, auf denen steht, dass die Kisten Feuerwerkskörper beinhalten. Wofür? Coltons nationale Geburtstagsfeier ist erst am 11. April. Könnte etwas mit Starbucks Ankündigung zu tun haben? Coltons nationale Geburtstagsfeier ist erst am 11. April. Wir haben 1. Mai. Das heißt, sie war schon. Da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Weird. So. Code geben. 7277. Yeah, that's what I'm talking about. Schließen. Okay, time to plug my Walkman into the speaker panel. Got the bats? Ja, hier sind sie. Nice! See that panel? That's where the magic's gonna happen. Cyrus and his cult are gonna pee themselves. We need to conduct all the power to the box at the bottom right. Zu unteren rechten. Ah. Das war einfach. Oh je. Oh je. Is this heavy metal? My children? Bring me the heads! Kommt jetzt wieder das Escape-Ding oder was? Ja. Okay, let's go. Ja, alles da. Geht gut los. Sag mal. Aber an sich sind
very cool gemacht, aber es passt für mich einfach nicht in den eigentlichen Grundton dieses Games. So überhaupt nicht, hä? Ja, nee, hä? Alter. Ich hab Flashbacks zu Bayonetta früher. Ich muss noch mal. Danke. Danke. Super ätzend. Aber gut, dass man wenigstens überspringen kann, wenn man zu schlecht ist. Das ist gerade echt ein bisschen peinlich, was ich hier abreiße. Ich geb's zu. They made you listen to heavy metal! Heavy metal! You got my Tai Chi outfit wet! Okay, haben wir das gleich? Fürchte leider nicht. Ich weiß nicht, was ich von diesen Leveln halten soll. Ja, es war ganz schlecht. Ich weiß, C, bla bla. Attention. Communication with individuals outside the community must be approved. Wir sind im Versteck. Thank you. Oh Gott, bitte. Aber ich habe wirklich Angst, was mit ihm passiert ist. So, weil es ja im zweiten Teil nicht gibt. Also im ersten Teil ist es immer weird, wenn als Nachfolger ein Vorteil rauskommt. Welchen, mein Lieber? If I ever turn into someone like Cyrus and his yuppies, das wirst du nicht. Put a scoop of arsenic in my cereal, okay? I mean that. Mord ist nicht so meins. Durch den Kopf. Sorry, dude. Guess I got a lot on my mind. Was denn zum Beispiel? Erzähl's mir. Okay, for one thing, you ever wonder about what's on the other side? Ich kann dir nicht folgen. Sorry. Like, what's on the other side of the border? What life is like there? You ever wonder about that, Z? Manchmal. Well, I think about it a lot. All those stories about kids risking their lives, hitting the open road to reach freedom. Have you ever thought about doing that too? Manchmal ja. That's what I'm talking about. Z, you know, you and I, we could do that, Z. I mean, we always wanted to leave White Sands, do a road trip. And we could. But then, we could keep going. We could cross the border, leave everything behind. Start a new life. Ich weiß nicht, Kaito. Yeah, no, I hear you. It's crazy. Forget I said anything, all right? Das, was gesagt hast, Zwinker. Oh. Thanks. So, what do you want to do? You know, we never did anything with the spray cans we found. Gefunden? Down for a little hideout makeover? Das ist genau mein Ding. Boah, was kommt denn jetzt? So what are you gonna make? Ich kann nicht zeichnen. Können wir damit aufhören? Ein Symbol der Freiheit. Always dreaming, Z.
mit dir? I don't know yet. I think I'll surprise myself. Art's better that way anyhow. The cans are to your left. Wieso hat der jetzt verschiedene Synchronstimmen? Hab ich nicht verstanden. Ah, okay. Und ich muss jetzt die ganze Zeit... Ja, was weiß ich denn? Keine Ahnung. Frag mich nicht. Schon mal gesagt, dass ich in Kunst ganz scheiße war. Ach, reicht. Bin fertig. That was so fast. Perfektion kann man nicht schlagen, okay. Mann. Give me just a sec. Frag einfach nicht. Oh Gott. Was soll dein Tag bedeuten? It's a B. You know, for board slide. Oh, ich seh's. Your tag is pretty cool, by the way. Hmm. But I should probably get going. My shift at the newsstand starts soon. Katalin, halb Mensch, halb Geist. I wish I didn't have a job. But that's just the way it is, I guess. I'll see you later, Z. Bis später, Kaido. Looks like it's just me again. What is up with Kaido? Kaido Lin, part teen, part ghost. What is he hiding from me? Gute Frage. Und genau das werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.